Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Wenn wir von Gartenarchitektur sprechen, so setzt Architektur wie in allen Fällen Raumbildung voraus. In Räumen fühlen wir uns geborgen. Beim Gärtner ist der wesentliche Grund Sicht- und Lärmschutz. Einige besondere Pflanzen, die sich für Hecken eignen, will ich Ihnen heute vorstellen. Einmal im Hintergrund die Eibenhecke. Die Eibenhecke zählt vor allem in England zu den beliebtesten Heckenarten. Vor allem historische Gärten sind geprägt durch langjährige Eibenhecken. Diese Eibenhecke wächst sehr langsam, ist aber absolut schnitttolerant. Wichtig ist beim Schnitt, dass man einen konischen Schnitt vornimmt, das heißt oben schmal und nach unten breiter werdend. Die nächste Form von Hecke will ich Ihnen vorstellen, nämlich die sogenannte Smaragd-Thuja-Hecke. Die Smaragd-Thuja ist zugegeben die umstrittenste Heckenform, allerdings die meistgekaufteste. Und das ist durchaus verständlich, weil sie bietet Sichtschutz auch in den Wintermonaten. Sie wächst schnell, sie ist sehr, sehr schlank und es wird immer darauf hingewiesen, man möge die Smaragd-Thuja-Hecke nicht schneiden. Das ist allerdings falsch. Auch die Smaragd-Thuja sollte man mindestens zweimal im Jahr schneiden. Einmal vor dem Austrieb, sprich März, April, Mai oder dann später im Oktober. Wer eine besonders hohe Hecke schätzt, der sollte die sogenannte Leilandi-Zypresse verwenden. Eine Züchtung der Engländer aus dem Jahre 1911. Diese Leilandi darf man nicht mit der Thuja verwechseln. Sie ist robust, widerstandsfähig, wird extrem hoch und bildet eine dichte grüne Mauer. Also ein absoluter Sichtschutz, vor allem dann, wenn in der Nachbarschaft sehr, sehr hohe Häuser, Industriebauten sind. Besonders beliebt bei uns im Ländle ist die sogenannte Heidenbuchen und die Buchenhecke. Hier handelt es sich um die echte Buchenhecke. Der Vorteil dieser Buchenhecke, sie wächst schnell, sie ist robust, widerstandsfähig. Allerdings das Laub, das verdorrt, bleibt bis zum nächsten Jahr, Anfang Mai, an diesen Sträuchern hängen. Also man muss lange darauf warten, bis die grünen Triebe wiederkommen. Im Gegensatz dazu empfehle ich ganz besonders jene Heckenformen, die immergrün sind. Dazu zählt einmal die Efeuhecke, ganz für schmale Gärten, Kirschlorbeer und Blattglanzmispel. Kirschlorbeer und Blattglanzmispel, sogenannte Photinia, behalten das Laub über den kommenden Winter. Die Blattglanzmispel kann man, wie hier ersichtlich, besonders schätzen, weil sie im Herbst ein interessantes Rot entwickelt. Diese Austriebe sind wunderschön rot. Kirschlorbeerhecke ist absolut winterhart, allerdings sollte man auf folgendes achten, unbedingt die richtige Sorte setzen, weil es gibt bei den Kirschlorbeerarten verschiedene Formen, die nicht alle winterhart sind und nicht alle den Wuchs nach oben haben. Ich empfehle die Prunus caucasica, eine Form, die winterhart ist, besonders hoch wird und absolut schnitttolerant ist.